Hallöchen. Ja, ich habe hier eine Maus auf dem Tisch. Es geht aber nicht darum, dass ich die jetzt reparieren will oder irgendwas. Nein, es geht darum, die Maus ist für ein Amiga. Amiga 500, 1200, 1000, 2000, 4000, 3000, Amiga 600 und so weiter. Kann man gut benutzen, kann man schön mitarbeiten. Ja, zwei Tastenmaus, aber Kugel. Und Kugel ist heutzutage echt nicht mehr modern. Der ist hier, die Maus ist hier mit einem DB9 oder D-Sub-9 oder DE9, wie er richtig heißt, Anschluss. Ist aber kein serieller Anschluss. Das ist was Commodore-eigenes. Das ist wie vom Joystick. Und nun ist das Problem, diese Maus, ja. Schön und gut, schön retro, aber auch das Arbeiten damit macht nicht richtig Spaß. Vor allen Dingen, man braucht eine wirklich ebene Unterlage, sonst haut das nicht hin. Da wäre es doch schöner, wenn man sowas da anschließt, eine optische Maus. Moderner, schöner, hat ein Mausrad. Gut, das wird vom Amiga nicht unterstützt teilweise. Gibt es wohl schon Programme, die das können. Mittlere Maustaste wohl auch. Aber da gibt es ein Problem. Nein, diese USB. Die kriege ich jetzt. Mano, USB auf den hier. Das geht nicht. Es gibt jetzt Umrüstkits hierfür. Da gibt es eine Platine, die kann man da reinbauen. Dann ist das eine optische Maus. Auf dem Dings hier. Ich weiß jetzt gar nicht, was das kostet. Kosten Schweinekohle. Also in meinen Augen ist das ja gut investiertes Geld, ja, aber für mich ist es zu teuer. Weil wenn ich schon eine Maus habe, warum nicht die nutzen? Ja. Kann ich jetzt eigentlich das Kabel tauschen? Nein, kann ich nicht. Weil die, ja, ist USB. Aber ich bin nicht doof. Ich habe mir hier erstmal einen so einen Stecker gebaut. Ja, aus Verzweiflung, weil ich die nicht hatte. Funktioniert aber ganz gut. Den habe ich mir gebaut. Brauche ich nicht. Habe mir schon bestellt. Oder habe ich schon gekriegt. Und dann seht ihr hier schon eine Kiste. Da steht auch was drauf. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Da steht PS2 zu D-Sub-9. Und ist da noch ein Schalterchen. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ich glaube nicht. Da habe ich ein Commodore-Zeichen und da habe ich das Atari-Zeichen. Und warum habe ich da ein Atari-Zeichen und da ein Commodore-Zeichen? Weil der Atari, der hat diese Maus. Das ist das Atari-Logo. Das ist auch eine Atari-Maus. Auch eine Kugelmaus. Hier die Taste hat schon irgendwie, die geht schon nicht mehr richtig. Muss ich mal reingucken, ob ich den tauschen kann. Aber auch unhandlich und bäh. Ist wirklich bäh. Kann ich nur so sagen. Ist nicht schön. Ja, was macht das Ding? Das macht jetzt USB zu dem hier, aber da steht PS2 und nicht USB. Weil das hier, die Maus hat zwar USB, kann aber das PS2-Protokoll. Da gibt es ja diese Adapter USB zu PS2-Stecker. Ich hätte jetzt hier eine PS2-Buchse reinmachen können, dann hätte ich den Adapter gebraucht für die Maus. So kann ich gleich USB ranstecken, fertig. Es funktioniert aber wirklich nur mit Mäusen, die PS2 können. Ich habe eine andere USB-Maus mal angesteckt. Da geht das nicht. Die sind rein USB, die können das nicht. Was steckt jetzt hier drinne? Der ein oder andere, der Amiga kennt, wird es schon wissen. Es gibt ja was zu kaufen. Das kostet so 20, 25 Euro. Das macht genau das, was diese Kiste hier macht. PS2 zu diesem, ja, neunpoligen Joystick-Port-Gedönse vom Commodore Amiga-Gedöns. Ist mir aber auch zu teuer gewesen. Und da ich das liegen hatte, habe ich da ein Arduino Nano drinne. Ja, das geht auch mit einem Arduino Nano.
auch mit einem Uno und mit einem Mini und alles, was irgendwie Arduino ist und genug Ein- und Ausgänge hat, beziehungsweise Digitalausgänge. Hier sind es jetzt 8, 9, 10 Digitalausgänge. Den Jumper hier oben bitte nicht beachten, das war ein Versuch, diesen Schalter hier über Jumper zu machen, eine Softwarelösung. Funktioniert nicht, ich stecke da nicht so weit drin, es funktioniert einfach nicht. Da gibt es aber nicht was zu kaufen. Das ist realisiert mit einem PIC 16F irgendwas IC. Und da muss man dann jumpen, um das umzuschalten. Man kann natürlich dann auch einen Schalter reinbauen. Das habe ich jetzt hier gemacht. Ich mache das jetzt in Hardware. Ich tausche hier einfach nur zwei Pins aus. Und zwar Commodore und Amiga sind eigentlich so relativ, ups, dieselbe Firma in dem Sinne, weil als Amiga von Commodore gekauft wurde, sind viele Entwickler zu Atari gegangen. Und der Atari ähnelt doch ein bisschen den Amiga. Da ist auch der Motorola 68000 Prozessor drin und bisschen das Gleiche. Allerdings haben die hier bei dem Stecker, bei der Maus, was gemacht, was das ein bisschen schwieriger macht. Und zwar haben sie Pin 1 und Pin 4 einfach getauscht. Die haben wir einfach umgedreht. Und schon konnte man eben die Amiga-Maus nicht am Atari nutzen. Und das mache ich jetzt mit dem Schalter. Tausche einfach die zwei Pins aus gegeneinander. Und dann funktioniert das. Funktioniert auch am C64 über den Commodore. Kann man auch am C64 benutzen. Also die Maus hier von Commodore geht auch am C64. Ich habe sogar eine. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Die sieht so aus. Das ist wohl eine typische C64-Maus. Die funktioniert aber auch am Atari. Am Amiga meine ich. Da habe ich schon die Tasten gewechselt, weil die schon kaputt waren. Ich habe jetzt nicht den Namen von der Maus drin. Ist aber wohl typisch für ein C64 gewesen, diese Mäuse zu haben. Fragt mich nicht warum. Also das Ding sieht noch beknackter aus als das Amiga-Ding. Die Amiga-Maus, das ist die typische Tankmaus. Das ist die Amiga-typische. Es gibt noch ähnliche wie die hier in Weiß, ähnlich, aber auch mit Kugel. Und dass das funktioniert, will ich euch auch mal zeigen. Dazu muss ich den Amiga mal anschließen. Und nachher mal den Atari. Und dann zeige ich euch das. Also könnt ihr euch mal merken, das ist Amiga. Und wenn ich den umswitch, ist das Atari. Ich schließe das mal schnell an und dann zeige ich euch das mal nur mal schnell auf dem Monitor, dass das funktioniert. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt habe ich die Kiste hier dran. Ihr seht, da leuchtet es drin. Es ist auf Amiga geschalten. Die Maus leuchtet auch. Und da ist der Monitor. Und ihr seht das, die Maus funktioniert. Hier könnt ihr sehen, funktioniert. Ich habe sogar noch Sys-Info drauf. Funktioniert alles, kann ich alles schön machen. Schön mit einer Dings-Maus hier, könnt ihr noch mal gucken. Also es sollte funktionieren. Man sieht ja, dass es funktioniert. So. Und für den Atari geht das genauso. Das kann ich euch auch noch mal zeigen. Also baue ich jetzt mal schnell den Atari an. Da werde ich euch das aber nicht, das Teil zeigen können, weil da das unter die Tastatur angeklemmt wird. Das ist ein bisschen blöd. Deswegen aber auch das Kabel dran. Aber das merke ich jetzt gerade, ist doch noch ein Stück zu kurz. Dann hätte ich ein bisschen länger machen können. Die gekauften Teile, die sind starr, das ist dann wirklich in der Box die zwei Anschlüsse drin und kein Kabel zwischen, nicht flexibel. Hier ist es deswegen flexibel. Ich mag das nicht, wenn das so starr hinten dran hängt. Dass das ein bisschen flexibel ist, dass ich das ein bisschen hoch und runter, dass das da nicht so auf die Buchse drücken kann, wenn da mal was zwischenhängt oder so.
Gut, also ich baue mal kurz den Atari an und dann können wir das auch noch mal sehen. So, jetzt habe ich das hier am Atari dran, ne? Das Kabel ist minimal zu kurz, also ein bisschen länger, 5 cm länger hätte es sein können, ist egal. Aber ich glaube, man kann es sehen, das leuchtet, ist an. Es steht noch auf Amiga. Jetzt zeige ich euch das mal auf dem Monitor, was das Problem ist. Ich hoffe, man kann den Cursor sehen. Wenn ich jetzt die Maus bewege, sie zuckelt hin und her, ich kriege sie nicht richtig bewegt. Und jetzt schalte ich um. Das ist das Gute, ich kann hier bei dem umschalten, einfach so. Jetzt habe ich auf Amiga geschalten und schon auf Atari geschalten. Und das geht. Ich muss aber noch mal mit dem einen Delay ein bisschen rumspielen, weil man kann nur langsam bewegen, bisschen schneller und sie fängt an zu zucken. Aber man kann sie bewegen. Da muss ich bloß noch mal mit dem Delay ein wenig spielen. Aber es funktioniert. Man kann eine optische Maus auch am Atari benutzen. Und das als Selbstbaulösung. Das hat mich jetzt an Druckzeit hat es mich ein ganzes Ende gekostet, weil der eine Deckel, den ich dafür hatte, der war ohne Dings, ohne den Schalter. War okay. Dann wollte ich aber einen Deckel haben, wo der Schalter drin ist. Und das war vorher war das anders gemacht. Das gefiel mir aber jetzt nicht mehr. Ich kann es euch mal zeigen. Ich versuche es euch mal zu zeigen hier. Das habe ich jetzt. Da steht jetzt PS2 zum Mausadapter. Atari, Amiga, das gefiel mir nicht. Aber ich versuche diesen Deckel zu drucken mit diesen ganzen Symbolen drin und alles. Und das hat ja nicht hingehauen. Da habe ich dann die Düse gewechselt. Muss ich halt den Druck auseinanderreißen. Und eine Sache noch, und das habe ich hier an der Kiste nämlich auch. Ich habe nämlich jetzt den Deckel, den ich jetzt gedruckt habe, zuletzt mit einer neuen 04er Düse gedruckt. Und man merkte schon, ich glaube, man kann es erkennen, wenn das vom Licht her passt. Der untere ist ein bisschen dunkler als der obere. Der obere ist auch ein bisschen schmaler als der untere. Also meine alte Düse war wohl schon ausgenudelt. Jetzt habe ich eine neue 04er drinne, die druckt auch noch mal einen Ticken besser. Nur das Filament, das ist PETG, das hat Feuchtigkeit gezogen. Das muss ich mal trocknen. Da brauche ich einen Filamenttrockner oder ein Dörrautomat, besser gesagt. Aber ich kann mir keinen Dörrautomat im Moment leisten. Gibt auf Amazon zwar genug, aber die kosten alle so an die 30, 40 Euro teilweise. Wenn man mal einen findet für 20 oder was, ja, dann hat man gar nicht das Geld in der Hand. Ich kann ja mal einen raufpacken, aber ich möchte nicht, dass ihr mir den jetzt unbedingt kauft. Aber ich kann ihn ja mal raufpacken, dann wisst ihr, was ich meine. Aber das Ding funktioniert. Ich muss bloß einmal kurz mit der Software ein bisschen spielen. Das ist nicht so schlimm. Aber es funktioniert. Amiga, Atari. Umschaltung funktioniert. Die Softwarelösung habe ich nicht hingekriegt mit dem Jumpern, weil ich muss ja nur einfach definieren, Pin. Also D2 und D5 ist definiert als Ausgang. Und ich müsste eigentlich nur umdefinieren Pin 2 und 5, dass er den tauscht. Und da habe ich das versucht mit if und while und else und hast du nicht gesehen, diese Definition umzuändern, macht er nicht. Macht er nicht, wenn ich ihm sage, lese Pin 11 in dem Sinne, in dem Sinne sei schon. In dem Moment ist hier Pin 11, wo ich genommen habe, auf High oder Low. Lest das aus und definiere dann so die Pins. Macht er aber nicht. Er geht immer gleich in die Else-Geschichte rein oder er definiert sie gar nicht. Das ist blöd. Ja, deswegen habe ich hardwaremäßig gemacht. Ich verlinke euch mal die Seite unten drunter, wo ich das her habe. Das ist nicht mal auf meinen Mist gewachsen. Das ist ein Projekt von GitHub. Da muss ich aber noch mal einmal zusagen, da ist noch mal eine Sache drin verlinkt. Das ist nicht direkt gleich zu finden.
Die nennt sich PS2 Maus Master oder Punkt H ist eine Library, die müsst ihr euch noch mit draufpacken. Ich versuche mal beide Links drauf zu packen. Das eine ist die Library, die müsst ihr haben, die nennt sich PS2 Maus Punkt H oder sowas. Ist halt eine Library und die muss vorher noch drin sein, bevor ihr das Programm kompilieren könnt und hier drauf packen könnt. Ich versuche es beides unten rein zu verlinken. Dann könnt ihr das eventuell selber bauen, wenn ihr wollt. Also ich hab das aus Zufall gefunden und habe gedacht, na, das kann ich auch mal ausprobieren. Habe ich Fliegen verdrahtet, ausprobiert, funktionierte wunderbar. Und da das hier meine universelle Maus ist für Raspberry Pi und mal Laptop und was auch immer, wenn ich immer mal irgendwie kurz eine Maus brauche, ist das meine universelle Maus, die ich immer benutze. Das ist hier in dem Falle die Logitech BTD83. Die hat PS2, man kriegt aber auch noch Mäuse zu kaufen, die PS2 USB sind. Komischerweise sind die Dinger scheiß teuer. Eine einfache optische USB-Maus kriegt man schon für 5 Euro, aber eine, die noch PS2 kann, teilweise 20 Euro. Also, verstehe ich nicht. Keine Ahnung warum. Na gut. Aber das soll es bis hierhin gewesen sein. Ich wollte es euch mal zeigen, dass man sich sowas auch selber bauen kann. Kosten wollte ich noch mal sagen. Also Stecker hier, die DuPont-Kabel, was mögen die gekostet haben? 20 Cent. Den Raspberry habe ich da. Raspberry sag ich schon. Den Arduino. Damals, ich glaube, der 5er-Pack. 8 Euro, also lass mal 1,50 das Ding hier kosten. Die USB-Buchse habe ich von irgendeiner alten Powerbank oder Netzteil rausgelötet. 5 Euro. Lass das Ding 5 Euro gekostet haben. Mehr ist es nicht. Ich kann jetzt eine Platine bestellen, irgendwo 5 Euro. Und das da direkt drauf löten und machen und tun oder halt eben für 25 Euro so ein fertiges Ding, wo ich nicht in die Software reinkomme. Weil ich da einen direkten Programmer für brauche. Das brauche ich hier nicht. Hier habe ich USB, stecke ich ran, fertig. Arduino IDE, Punkt, kann ich mir das Programm anpassen, wie ich es brauche. Auch von den Pins her. Wenn mir das jetzt nicht gefällt mit den Pins hier, dann ändere ich das um. Ganz einfach. Oder ich brauche die Pins nochmal ganz anders für irgendeinen anderen PC, wo ich dann sehen kann, dass hier, das ist das H-Puls, HQ-Puls, V-Puls, VQ-Puls und die drei Mausbuttons. Wenn die anders belegt sind bei irgendeinem anderen PC, kann ich das Ding da drinnen umdefinieren, die Ausgänge und stecke rein und kann das auch benutzen. Wenn, in Anführungsstrichen. Also, lass das Ding hier 5 Euro gekostet haben im Großen und Ganzen und dann ist gut. Ihr wisst, ich quassel immer viel, ist egal, aber danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Video. Tschüssi.